Es ist Samstag und wir haben Hunger und wir beide lieben Bagel, deswegen gehen wir jetzt ins Bagelhaus. Ist mitten in der Stadt, in der Mode. Wir haben echt leckere Bagels, mit die besten vielleicht in Chiang Mai. Und da kannst du mal mitkommen. It's a really big one. So, jetzt hatten wir ja gefrühstückt im Bagelhaus, hast du ja gesehen. Also Bagelhaus in der Stadt in Chiang Mai können wir dir auf jeden Fall empfehlen. Schmecken super lecker. Wenn du mal in Chiang Mai bist, musst du unbedingt dorthin. Wir waren ja auch in New York mal Bagels essen, wir waren in Berlin auch mal Bagel essen. Aber ich muss ehrlich sagen, die hier brauchen sich überhaupt nicht verstecken. Besonders wie sie es halt machen, es ist voll mit, ja, mit Ei, Avocado und die sparen da dran auch nicht. Und es kostet auch nicht die Welt. Also das können wir auf jeden Fall empfehlen. Wir sind jetzt wieder hier auf dem Unigelände, wo wir schon öfter waren, um einfach so, ja, das schöne Wetter zu genießen, gleich ein bisschen was zu trinken und hier ein bisschen spazieren zu gehen. Das ist immer eine schöne, ja, schöne Entspannung. Studenten, die hier sitzen und irgendwas, ja, basteln oder für die Uni lernen zusammen. Also da gibt es immer wieder was zu sehen auch. Ein bisschen beobachten macht ja auch mal wieder Spaß. So, ja, das ist unser Samstag hier in Chiang Mai. Werden wir hier noch ein bisschen entspannen. Danach gehen wir noch ein bisschen was einkaufen. Und ja, und dann geht's wieder nach Hause. Wir waren noch zwischendurch noch im Gartencenter. Haben da so ein paar Kakteen gekauft, um unser Garten jetzt weiter schön zu machen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn du Fragen hast zu irgendwelchen Standorten, kannst du jederzeit gerne in die Kommentare schreiben. Und ich antworte oder wir antworten so schnell wir können. Ansonsten lass ein Abo da und ja, gib ein Like, einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Wenn es dir nicht gefallen hat, gerne auch konstruktive Kritik, was du gerne sehen möchten, wollen würdest in Zukunft von Chiang Mai, aus Chiang Mai oder auch aus Thailand. Lass uns das wissen. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, demnächst ja mal wieder zu reisen, was wir auf jeden Fall planen, jetzt im April in den Süden. Mal gucken, ob das klappt. Wenn das klappt, wunderbar. Und zwischendurch werden wir bestimmt noch mal einen Kurztrips machen. Also, vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann bis bald. Dein Erkan und die Caro, die gerade Getränke holen ist. Bis dann.